Heute ist der 21.09.2016 und der Sondersender NRW TV, AWR Movie, meiner einer, muss, freie Medien, muss heute einfach mal was sagen. Die Tür ist weit auf, jede Sekunde kann ein Kunde hereinkommen, ich schaue auch dorthin und werde dann unterbrechen. Aber heute, am 21.09. hat Herr Zuckerberg, Facebook, sich gedacht, wir machen den großen Weltherztag. Sobald man aufs Herz drückt, explodiert es. Den ersten Weltfriedenstag. Ihr seht schon den Herrn Putin hier. Kommt gleich. Und die Silhouette kennt auch jeder mit der Rotzbremse. Kommt auch gleich. Und es geht nämlich um diese Zeitung hier. Baby und Familie. Habe leider die Ausgabe nicht erhalten. Die ist natürlich ruckzuck vergriffen. Weil in so einer Zeitung Baby und Familie stand drin, wer leise ist, blond ist, eine nette Familie grinst und lächelt. Ja, der ist ein Nazi. Der ist ein Nazi. Ja, der ist sowas Böses hier. Sowas Böses ist er. Ja, wenn er Glatze trägt, ist er ein Nazi. Wenn er lieb ist, ist er ein Nazi. Wenn er lächelt, ist er ein Nazi. Hallo, da steht, ja, ist kein Scherz, das steht in dieser Zeitung. Und wir haben es auch veröffentlicht unter dem Sondersender NRW TV bei Facebook. Wir sind seit 1995 Web-TV und wir machen seit 1995 Fernsehen, regulär, öffentlich, im Morgen, Grüße, im Web-TV. So sieht's aus. So, ja. Für die ganz neuen Zuschauer, immer wenn ein Kunde reinkommt, machen wir aus, weil das ist eine Sondersendung. Deswegen heißen wir ja auch Sondersender NRW-TV. Wir machen natürlich auch richtige Sendungen, wisst ihr. Aber jetzt beginnen wir mit dem Feuerwerk Baby und Familie. Wow. Das ist auch so eine Neuerung, 2016 kommt bei uns ins Schaufenster, alle Farben, das sind so 6 Farben, die dann, boah, so ein Feuerwerk, ein leuchtendes Silvester den Kunden dieses Jahr und so weiter. Aber wir wollen ja den Weltfrieden wollen wir jetzt mal, wir haben jetzt leider keine Herzen, da geht auf Facebook, ja, heute den 21.09.2016, Facebook, aufs Herz gehen und das explodiert. Heute ist der erste Tag von einem Weltfrieden. Hört sich cool an, ne? Also dieser Bursche hier hat ja den Weltkrieg geschafft. Also er hat den Weltkrieg geschafft und er hier hat die Demokratie geschafft. Ne? Putin hat die Demokratie geschafft. Ne? Hat auch eine, ist auch zu einer Puppe geworden. Ne? Weltfrieden mit Putin, das wäre doch was. Ja, Herrn Zuckerberg als Puppe haben wir leider noch nicht bekommen. Wir haben alle Puppen da. Auch er ist da. Ja, als Figur. So groß. Ja, ist da. Aber wie gesagt, wir feiern ja kein 100 Jahre. 100 Jahre haben wir ja gefeiert, wisst ihr noch? Ne? 33, 45. Ne? Aber den Ersten Weltkrieg hat man ja gefeiert. War mal froh, dass der nicht mehr war. So, jetzt sind wir aber hier. Hurra, hurra. Also wir beginnen nochmal mit dem Herz hier. Komm. Stellt euch vor, sind Herzen, Weltfrieden, herrlich. Aber nein, da kommt so eine Zeitung, eine Apothekenzeitung, Baby und Familie. Und da steht dann drin. Und was da drin steht, und jeder will das nachlesen, geht auf diese Seite, Baby und Familie, und nehmt euch dann die Rubrik vor mit dem Kind, mit der Einschulungstüte. Wir haben sie leider nicht mehr bekommen, aber deswegen, wir wollten jetzt auch nicht nachsprechen, wir wollten ja an sich aufs Herz hinaus, ne? Herz. Heute ist Weltfriedenstag, Facebook lässt die Herzen so explodieren, ich könnte mal sowas aufrufen, habe ja hier den mächtigen Computer neben mir. Ach, die Macht des Computers. 1995 CeBIT haben wir angefangen mit WebTV, Mann, hat man uns ausgelacht. WebTV, sogar Stefan Raab, ja, den kennt ihr sicherlich noch, den gibt es ja auch nicht mehr im Fernsehen. Ja, sogar er wollte mitmachen und er hätte heute sicherlich einen tollen Beitrag gemacht. Ganz sicher hätte er heute einen tollen Beitrag gemacht. So, jetzt gehe ich mal hier auf dem Störenfried Nummer 1, das ist nämlich der Herr Gabriel. Ich drehe mal die ganze Kiste hier. So, vielleicht seht ihr dann, ich gehe einfach mal drauf, weil das schön ist, wenn die Herzen fliegen. Buff! Ne, habt ihr gesehen? Buff! Fliegen die Herzen. Und wenn man dann da nochmal drauf geht,
Mal schauen, wo man da noch so drauf kann. Ja, ist egal. Die Leute werden mich jetzt nicht verstehen, weil ich ausgerechnet bei Herrn Gabriel die Herzen habe fliegen lassen. Oh Mann, oh Mann. Ja, habe der Heute-Show dort einfach mal geschrieben, ob die Lust und Laune haben, das mal aufzugreifen. Das in so einer Zeitung, eine Wahnsinnszeitung, eine Apothekenzeitung, Deutschhass verbreitet wird. Ja, Deutschhass, da wird ja, wenn man so ausschaut, ist man Nazi. Ja, wenn ein ruhiges Kind, eine blonde Frau, ja, ein netter Mann, der lächelt dann oder Glatze trägt, ist ein Nazi. Meine lieben Freunde, wenn sowas kein Hass ist oder Hass ausströmt und dann noch in einer Zeitung der Pharmazie, einer der größten, wow. Mir fällt natürlich auf, dass noch nie einer, der richtig reich war oder reich ist, Milliarden hat, auch ein Herr Zuckerberg würde das nie tun, uns allen Menschen oder die, die es wirklich nötig hätten in Afrika oder sonst wo, Geld überweist oder eine Foundation, eine richtige Hilfsfoundation, also eine richtige Hilfsfoundation, wo nur Reiche einzahlen. Wir lesen nur, dass Julie sich trennt von Pitt zum Beispiel. Ja? Pitt als Figur ist ja schon super teuer und meistens vergriffen als Actionfigur. Wir sammeln Actionfiguren, richtig, nicht nur Herrn Putin, ne? Ja, mit allen Sachen drin. Nee, wir sammeln alle, ja, den haben wir auch. Den zeigen wir ja natürlich nicht so öffentlich, ist klar. Natürlich sind wir deutsch, wir sind richtig deutsch und haben gar nicht vor, irgendwelche weltlichen Sachen zu machen. Ich gehöre zur Generation 55 plus und meine Freunde gehören zur Generation 65 plus. In der Regel machen wir sowas ja gar nicht mehr. In der Regel sind ja 10 plus, 15 plus Y-Gesellschaft, 15 bis 45 und unsere Datenträger bei YouTube oder die uns die Welt erklären wollen, sind ja meistens zwischen 12 und 25. Irgendwann kommen auch die drei Käse hoch und erzählen uns, was Weltfrieden ist, was Nazi ist und so weiter und so fort. Wie ich heute halt die explodierenden Herzen hier bei Facebook gesehen habe, fand ich das toll. Deswegen habe ich diesen Beitrag gemacht. Bei Instagram gibt es auch so einen Kurzbeitrag. Ich finde das super toll. Ja, was mich nur stört, ist dieses Wort Nazi. Also er war ja auch kein. Also früher hieß das P mit einem P, Pazzi. Du Pazzi, ne, du Saupreuß und was weiß ich nicht. War so ein kleines Schimpfwort und aus P. Nazi, und er hat ja auch die Gruppe gegründet, also er nicht, sondern nachher hat er sie umformatiert, die gab es ja vorher. Ne? Und die SPD gibt es schon seit 150 Jahren, sagt auch alles, die SPD hätte ihn ja verhindern können. Aber nein, er hat sie sogar verbannt, ne? Die gab es dann plötzlich nicht mehr, die SPD. Ja. Zum Beispiel. So, jetzt kommen wir zum Beitrag. Nazi ist eine Person, die ihn nicht mögen würde, wenn er Kommunist wäre. Also die würde den überhaupt nicht mögen. Ja? Nazi ist nämlich einer, der das hier nicht mag. Demokratie, Liebe und so weiter. Fehlgeschlagen, würde ich sagen, bei Baby und Familie. Ich weiß zwar nicht, also die hier ins Land kommen mit Islam, Muslimen und was weiß ich nicht, die hassen uns, nicht wir hassen die. Da wir aber bemerken, dass die uns hassen, sind wir langsam wach geworden und fangen an, Lärm zu machen. Ob in Bautzen, am Arsch der Welt, egal wo, Pegida, keine Ahnung, wie die alle heißen. Diese Leute sind halt wach geworden und haben gesagt, stopp mal, wenn ihr uns nicht mögt, wenn wir euch zuwider, wenn blonde Frauen, blonde, stille Kinder und Männer mit Glatze, böse Buben sind, hallo, müssen wir alle braune Augen haben, hallo, das ist doch, das der Islam ist der neue Nazi. Der Islam ist der neue Nazi. Ja, der Islam, also der, ne, der schneidet doch anderen Leuten die Köpfe ab und so weiter. Der macht doch solche Sachen. Seht ihr doch jeden Tag bei Facebook, oder? Also, hört alle auf. Heute ist der Herztag. Der erste Tag des Weltfriedens. Weltfriedens, das wäre doch mal was, ne? Ach, wäre das herrlich, so Weltfrieden. Und das so 25 Jahre lang. Ach, wäre das herrlich, ne? So 25 Jahre
Weltfrieden, das wäre genial. Und wir würden alle unsere Herzen so hochgehen lassen wie dieses Feuerwerk. Feuerwerk der Liebe, Feuerwerk der Hoffnung. Ach, wäre das toll. Ja, alle Kunden können das ja bald sehen im Schaufenster. Kann man alles kaufen, ist richtig. Aber wir verkaufen jetzt nichts. Wir machen diesen Beitrag. Wir freuen uns, dass Herr Facebook-Manager oder Herr Zuckerberg irgendeine diese Initiative hatte, heute den Weltfrieden, den ersten Tag der Liebe, die Herzen so richtig explodieren lässt. Genial, genial, genial. Ob Herr Welke das aufgreift, wir haben ihm das mal zukommen lassen, was die da geschrieben haben. Ne? Ja, ist so eine Sache. Ich meine, heute Show finde ich super. Hubert und Staller finden wir super. Facebook finden wir super. Vorsicht blond, antideutscher Rassismus in einer Babyzeitung, in einer Apotheke. Das ist so heftig, dass wir es einfach hier jetzt beim Sondersender NRW-TV aufgegriffen haben, es auch dort senden und jedem sagen, hey Leute, lest das doch mal und denkt mal drüber nach. Weltfrieden. 25 Jahre Herz, Schmerz, Freude, Eierkuchen, lieb und nett sein hat es noch nie gegeben. Zweimal richtige Jahre, wo es krachte, wo Herr Krupp dran verdiente und diverse andere auch, dass man sich wirklich den Kopf zermartert, wie kann ich vernichten, wie kann ich die Leute. Und dann gab es so viele Böse, die Leute regelrecht als Futter reingeschoben haben, Millionen, ach ist doch egal, die Idee hätte ja auch böse enden können. Es hätten ja auch 5000 Schiffe versenkt werden können. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal so einen Zeitsprung und irgendeiner springt zurück und sagt dem Herrn hier, hör mal, mein Freund, du hast da reichliche Waffen gehabt, setz die mal ein. Ne? Ja, hat er nämlich nicht gemacht. Ja, der hatte Raketen gehabt mit Splitter. Ja, wären alle Bomber mit einer Rakete El Schüssikowski. Wären die gewesen, aber er hatte keine Ahnung. Er hatte ja wirklich keine Ahnung. Seid doch froh, dass der Mann keine Ahnung hatte. Anstatt einen Freudentag zu machen, dass dieser Mann keine Ahnung hatte. Ich hatte nicht gehabt, meine lieben Freunde. Wenn der Ahnung gehabt hätte, weil der hat Ahnung. Ne? Putin hat Ahnung. Also wenn der würde wollen, dann käme der nicht dran. Nö, keine Chance. Also wir feiern, dass er keine Ahnung hatte. Wir feiern, dass der größenwahnsinnig war und dass er verloren hat. So schaut's aus. Jeder feiert das. Nur, wir meinen, gehört in die Geschichte, gehört ins Regal. Es war einmal, denn die Väter, Urväter und die Großväter, die hatten leider das zu tragen. Wir, Generation 55 plus und die Generation 65 plus, die haben damit nichts am Hut. Ja? Nee, haben die nicht. Die sind dran, so ein bisschen am Hauch des Ganzen ab 45, 55 aufwärts. Nee, wisst ihr Bescheid. So, noch einmal. Heute ist der erste Tag des Friedens, des Weltfriedens. Heute fliegen überall nur die Herzen. Nur Herzen fliegen heute bei Facebook. Und das macht so viel Spaß. Vergesst den bösen Beitrag, der da drin steht. Vergesst einfach mal, dass es den gegeben hat. Hm? Vergesst es doch einfach mal. Schaut ihn einfach mal anders an. Betrachtet dieses Jahr zu Silvester mal solche Raketen fliegen. Na? Macht richtig Spaß. Ja. Werden wir einen Beitrag drüber machen. Aber diesen Beitrag heute mussten wir machen über Facebook. Facebook Tag des Herzens. Hammer. Ja, ich hoffe, ihr habt diesen Beitrag verstanden. Ja. Ja. Und wer die Zeitung hat, sollte den Bericht mal lesen. Also den Vorgänger. Könnt ihr auch bei Google googeln. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr den Beitrag. Sofort ausdrucken, wenn ihr den Beitrag habt, lest ihn. Also sowas Deutschfeindliches habe ich noch nie in einer Apothekenzeitung gelesen. Deutschfeindlich. Keine Ahnung, was diese Frau sich dabei gedacht, die diesen Bericht geschrieben hat. Ja, Hammer. War ein Hammer. Also
Wer den Bericht jetzt sehen möchte, geht bei YouTube. Wir blenden euch das ein. Geht um Sondersender NRW TV auf Facebook, blenden wir ein. Und dann schaut euch den Bericht an. Ein junger Mann hat sich echauffiert, gehört ja zur New Generation zwischen 12 und 25 und zur Y Generation 15, 45. Die haben sich auch darüber aufgeregt. Ja, aber das ist es doch. Ein Weltfrieden beginnt doch damit, auch den Deutschen zu mögen. Ja. Wer den deutschen Markt von heute versteht, auch den Deutschen von gestern und vorgestern. Mhm. Wäre mal interessant, das zu machen. Lernt den Deutschen kennen. Versucht, mit dem Deutschen euch mal zu unterhalten. Und dann kommt was Gutes bei raus. Wetten das?